In diesem Video zeige ich euch, wie ihr ganz einfach bei Fubalytics Spieler eurer Mannschaft einladen könnt. Geht dazu oben auf den Button Spieler und wählt den Spieler aus, den ihr zu Fubalytics einladen möchtet. Geht dazu unten auf den Button Einladen und tragt anschließend die E-Mail-Adresse des Spielers ein. In diesem Fall ist die E-Mail-Adresse frei-martin@gmx.de. Danach wählt ihr die Rechte aus, in unserem Fall bekommt der Spieler auch nur die Spielerrechte und bestätigt die Einladung, indem ihr auf Einladen klickt. Drückt auf OK und der Spieler erhält innerhalb der nächsten Minuten eine E-Mail. Unter Einstellungen findet ihr jetzt auch schon die Einladung eures Spielers. Der Spieler öffnet ganz einfach die E-Mail, die er bekommen hat, und klickt auf Einladung annehmen. Nun legt der Spieler sein Passwort fest und bestätigt das Passwort, indem er es ein zweites Mal einträgt. Nun ist der Spieler bei Fubalytics angemeldet und kann Fubalytics-Funktion nutzen. Er kann über die Statistik ganz einfach zu einer Szene springen und sich diese angucken. Text setzen oder löschen kann der Spieler mit Spielerrechten keine.